Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Vlog. Ich bin super, super aufgeregt. Erstens, wir befinden uns hier wieder, vielleicht die ein oder anderen haben es erkannt, die ganz alten Zuschauer. Ich bin wieder an dem Platz hier, wo ich damals meinen ersten Vlog begonnen habe. Da habe ich erstmal auf den Boden gehalten, weil mein Gesicht noch unbekannt war. Der erste Vlog, der ist mittlerweile mehr als 2 Jahre sogar her, November 2015. Und ich werde mich jetzt natürlich auch zeigen hier so, also das ist mein Gesicht, so von der Sonne beschienen. Genau, wir fahren heute mal wieder nach Hamburg. Ich bin super, super glücklich darüber, weil heute ist nicht ein öder Store-Besuch oder so. Heute besuchen wir, nein, wir besuchen nicht, sondern wir treffen CVJ Briggs. Der ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin super glücklich. Eine Sache noch, ich wollte gerne, dass das erste Video im Jahr 2018 ein Vlog ist, weil es im Jahr 2017 auch ein Vlog war, das erste Video. Und da habe ich mir gedacht, komm, das können wir mal ausnutzen und daraus eine kleine Tradition basteln. Und deswegen ist das hier ein Vlog und ich freue mich super, super doll, jetzt nach Hamburg fahren zu können. Wir treffen uns dann im Lebensstore und ich freue mich darauf extrem. Gut, ich würde sagen, wir fahren los. Irgendwann gleich kommt mein Zug oder so. Mal schauen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im Lego Star Hamburg. Dann bis gleich. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Einiges an Verspätung und ich wurde eben auch schon angerufen. Ich muss jetzt echt mich spulen. Er wartet schon vor dem Store. Ich möchte hier an dieser Stelle mal wieder betonen, wie schön Hamburg einfach am Abend ist. Wunderbar beleuchtet. Und da ist der Lego Store und bestimmt auch irgendwo der CVJ Briggs. Nice. So, meine Damen und Herren, wir sind in Hamburg und ich habe willkommen zum neuen Video, zum allerersten Vlog. Jetzt bitte schon. Es redet mir in meinen Vlog. Gut, wir haben den Werten CVJ Briggs hier. Wie möchtest du dich gerne nennen? Ja, CVJ Briggs passt. CVJ Briggs passt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Genau, wir sind hier gerade, wir laufen warum auch immer vom Lego Store weg. Wir haben Angst vor dem. Wir laufen jetzt mal wieder zurück und gucken uns ein bisschen im Lego Store um. Und sind sie auch. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist mir das nicht wert. Also das hey, professionell. Ich muss meine Kamera blöd halten, ich habe auch diese Schwere da. Was? Findest du? Natürlich, ja. Auch einfach. Alles gut. So, ihr lieben Leute, wir sind jetzt aus dem Lego Store wieder raus und wir sind blöderweise erfolgreich gewesen. Mal wieder, genau. Mit den Werten CVJ Briggs. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zu Karstadt. Er kennt Karstadt als gebürtiger Hamburger nicht. Doch, ich kenne Karstadt, natürlich. Ja, aber du weißt nicht, hier, wo es ist? Ja. So,
Karstadt ist so unfassbar riesig. Und ich habe das, also mein Problem ist, ich habe das nie als Karstadt wahrgenommen, habe ich ja eben schon erzählt. Nie als Karstadt wahrgenommen. Ich bin immer nur hier durchgegangen, so als normales Einkaufsgeschäft oder so. Und aber nie wahrgenommen, dass ich jetzt gerade bei Karstadt bin oder so. Ja, es steht nur überall dran. Ja. Man muss wirklich sehr blöd sein, um das nicht als Karstadt zu erkennen. Kinderfreundlich. Wir sind zu blöd, unseren Weg zurück zum Lego Store zu finden. Ich hab gesagt, dass wir da lang müssen, aber er hat es natürlich. Stopp, ich nehm's zurück. Ich bin zu blöd in. Zum Teufel ist das? Einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung. Sarah Lippin, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr sie kennt. Ja, ich nehme nur mal, wie cool das aussieht. Ja. Ich liebe Hamburg. Ich schließe mich hier an. Meine lieben Menschen, wir sind gerade noch bei Galeria Kaufhof gewesen und bei Karstadt, bei Saturn. Da haben wir nichts gefunden. Genau, wir haben nichts gefunden. Das Problem ist einfach, es gibt keine guten Angebote mehr oder so. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie... Und alles total unsortiert. Total unsortiert, keine Ahnung. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Meckes und essen was Schönes. Hast du Hunger? Ja, klar. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Wir gehen jetzt in den Lego Store und schauen noch mal, ob wir noch irgendwas Cooles kriegen. Wir waren ja eben schon da. Bis gleich. Paddys Kamera geklaut und er fragt mich gerade, ob es noch von diesen Lego Batman Minifiguren den Delfin gibt und also halt neue Tüten, weil hier sind kaum noch welche und da haben wir den nicht gefunden und er kommt da und? Und sie haben keine mehr. Oh nein. Tut mir sehr leid. Okay, ja, dann gibt es keine mehr und dann übergebe ich jetzt einfach mal an. Danke. So, meine Damen und Herren, das war es von unserem lieben CBJ Briggs. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Ich verlinke ihn natürlich unten in der Videobeschreibung und hier oben in der Infocard. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei, da klingt jetzt gleich so ein Ding auf. Und abonniert auf ihn, auf jeden Fall abonnieren. Genau. Lohnt sich auf jeden Fall. Auf keinen Fall, bitte abonniert mich auf ihn nicht. Nein, der verplanteste YouTuber aller Zeiten. Nein. Also Leute, danke fürs Zuschauen und ja, mal schauen. Ich werde jetzt, glaube ich, mal wieder nach Hause fahren. Und der CBJ Briggs, der verabschiedet sich auch. Bis dahin. Schaut vorbei. Wir sehen es uns kommt auf ein jeden Vlog. Fall nochmal. Und wir sehen uns auf jeden Fall nochmal. Und bis dahin. Macht's gut. Haut ciao. Rein, Leute. Und ciao. Okay, ich habe mich zwar eben schon verabschiedet, möchte aber jetzt trotzdem noch mal ein paar Worte sagen. Erstmal an CBJ Briggs, falls du hier bis hierhin noch geschaut hast, falls du das Video überhaupt anschaust. Ich danke, dass ich hier dabei sein konnte, habe ich ja eben schon gesagt. Und ich fand's cool. Der Tag war echt super. Und an alle anderen, schaut auf jeden Fall gerne bei ihm vorbei. Er macht echt coole Videos. Und mal schauen, wie der Vlog jetzt wird. Aber ich denke mal, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, ziemlich, ziemlich cool. Und er ist einfach unfassbar nett. Deswegen alleine aus dem Grund, schaut einfach bei ihm vorbei. Und es sind schöne Flötentöne hier gerade. Mit den Worten beende ich jetzt das Video wirklich und danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Mein Name ist Patrick und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.